رجاء عبد الله الصانع طبيبة أسنان استشارية علاج أعصاب وجذور متخرجة من ولاية إلينوي جامعة إلينوي في شيكاغو. دكتورة في البداية حاب أن نتعرف على طفولتك أكثر وعن مجال دراستك، وهل اخترتي الشلة تحبي أو لا؟ أنا من أسرة كلها أطباء، أشقائي الخمسة الأكبر مني أنا سيرياك. Hallo und willkommen beim RW-Pod. Dieses Mal Folge 31. Nach sehr langer Zeit nehmen wir wieder auf. Wir, das heißt, das sind Nina und ich. Ich bin Markus, ich war immer dabei. Und Nina ist zum ersten Mal dabei und ich freue mich sehr darüber, dass sie dabei ist. Sie sagt gleich noch was zu sich selbst, beziehungsweise das kitzel ich dann schon aus ihr raus. Es soll heute um das Thema ihrer Bachelorarbeit gehen, die sie geschrieben hat. Und die Bachelorarbeit hatte zum Thema im weitesten Sinne Frauen in Saudi-Arabien, ausgehend von einem Roman, den sie dem zugrunde gelegt hat. Der heißt auf Deutsch Die Girls von Riad, von Raja Asani. Und ja, darüber werden wir später sprechen. Ja, Nina, wir haben ja ganz schön lange zusammen studiert. Das ist sehr erfreulich gewesen. in meistens guten Tagen. Und ja, sag doch mal kurz, was du studiert hast und so. Ich habe arabisch-islamische Kultur, heißt glaube ich der Bachelorstudiengang, ich weiß es nicht, studiert. Ich würde sagen, es ist Islamwissenschaft im meisten Sinne. Hm. Und halt Religionswissenschaft in Münster. Und genau, habe meine Bachelorarbeit über dieses Buch geschrieben und das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Also ich habe eben nicht wirklich ich habe nur im sehr weitesten Sinne über die Frauen in Saudi-Arabien geschrieben, denn alles, was ich geschrieben habe, war nur durch die Brille dieses Romans. Ne? Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Und das bedeutet, dass nur die Autorin des Romans natürlich letztlich der Filter ist, durch den ich alles sozusagen betrachte. Hm. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder den Fehler begangen, dass ich sozusagen die Autorin als alle Frauen angesehen habe. Ja, oder zumindest das Bild, was sie malt, ne? Genau, aber das wurde ihr ja wahrscheinlich auch aufgelastet oder aufgebürdet, ja, dass als sie den Roman veröffentlicht hat, hat man gesagt, oh, du bist unsere oder eine der ersten Stimmen von Frauen aus Saudi-Arabien. Hm. Das, was du sagst, stimmt wohl für alle. Ja, und das ist natürlich auch Quatsch. Zumal zusätzlich auch noch ihre Protagonistinnen aus der absoluten Elite kommen, also das kann ich auch gleich nochmal natürlich genau ausführen, aber das kommt noch dazu, ne? Also dass sie eben nicht nur ihren ganz eigenen Blick natürlich teilt, sondern dass der auch noch super fokussiert ist auf ein ganz bestimmtes Milieu. Und also keine Arbeiterfamilie, sondern auch nicht Mittelschicht oder so. Die haben Butlers und irgendwelche Leute, die sie unterstützen. Ja, die haben auf jeden Fall sind die sozioökonomisch ganz, ganz weit oben. Okay. Und haben dadurch, mal abgesehen von, weiß ich, Dienern und so, weiß ich nicht, aber da steht jetzt nichts von drin, aber abgesehen davon haben diese Frauen einfach ganz andere Möglichkeiten als so ungefähr der komplette Rest der Gesellschaft. Aber sagt man nicht immer, dass alle in Saudi-Arabien reich sind? Ja. Stimmt wahrscheinlich auch nicht. Stimmt sicherlich nicht. Ach ja, es gibt ja noch Schiiten in Saudi-Arabien. Gibt es auch noch. Aber es gibt, glaube ich, sogar unter der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung, abgesehen von diesen ganzen vielen, vielen Gastarbeitern, die da eben als Chauffeure und Arbeiter und genau, wahrscheinlich auch irgendwie Dienerinnen und dies und das angestellt sind. Aber abgesehen von denen gibt es ja auch schon, glaube ich, noch irgendwie so eine Art Mittelschicht, wo aber zum Beispiel in diesem Roman überhaupt nicht drauf eingegangen wird. Okay. Ja, gleich. Also, danke schön. Das ist Nina. Ich bin Markus. Ich habe auch Religionswissenschaft studiert. Wisst ihr alles, ja? Ich wollte erstmal damit einsteigen, damit ich überhaupt erstmal für alle ein Bild zeichnen kann und auch für mich, denn du bist ja viel mehr im Thema drin. Sobald man in Deutschland über muslimische Frauen spricht oder über muslimisch-arabische Frauen oder über arabische Frauen, und das sind immer noch ungenaue Bezeichnungen, ja. Dann gehen sofort irgendwelche Vorurteile und Bilder im Kopf an. Dieser Bilder kann ich mich auch nicht erwehren, finde ich. Also ich merke das selbst, obwohl ich auch so viel damit zu tun hatte in meinem Leben.
Und natürlich haben wir sofort irgendwelche Spiegelcovers im Kopf, die irgendwie vorurteilsvoll über diese Dinge berichtet haben. Und das eine ist natürlich, wenn wir jetzt in Deutschland über muslimische Frauen in Deutschland nachdenken, dann gehen bestimmte Bilder an. Und das andere ist, wenn wir über muslimische oder muslimisch-arabische Frauen in Saudi-Arabien oder in Libanon oder in Algerien oder sonst wo nachdenken, also eben Frauen nicht in Deutschland. Und ich habe da auch den Eindruck, dass viele Leute wenig wissen und annehmen, pauschal, dass diese Frauen keinerlei Rechte besitzen, whatsoever. Ja? Mhm. Und dass sie völlig unterdrückt sind. Und ich, es ist schon mehrmals in meinem Leben passiert, dass meistens ältere Männer meinten, da würden ja die Frauen gesteinigt, wenn sie nur einen Joghurt essen. Ja? Mhm. Und das ist offensichtlich Unsinn. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du uns etwas erzählen kannst über die Frauen in Saudi-Arabien und wie es denn so bestellt ist. Denn, ja, noch kurzer Einschub, im letzten Jahr hat Saudi-Arabien beim obersten Gerichtshof wahrscheinlich oder so entschieden, dass Frauen Auto fahren dürfen alleine. Vorletztes, 2018. Ach, 18, okay, nee, nicht, genau. Nicht oberster Gerichtshof, das war tatsächlich, das kam vom Königshaus. Vom Königshaus? Ja. Müsste das dann nicht auch noch von dieser Schura da entschieden worden sein oder so? Oder können die das festlegen im Königshaus? Ich weiß, glaub, das, ja, okay. Also mindestens der Input kam auf jeden Fall vom kam, oder so soll es suggeriert werden, kam natürlich der Input vom Königshaus und ich glaube, die Entscheidung tatsächlich auch. Also wie da jetzt ganz genau die rechtlichen Vorgehensweisen sind, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich glaube, dass der König da schon derjenige ist, der steht auf jeden Fall auch selber außerhalb des Gesetzes. Und ich meine, dass er solche Dinge einfach tatsächlich anordnen kann. Ja. Halt irgendwie festschreiben kann und dann ist das so. Okay, gut. Aber ich meine, die meisten Leute in Deutschland haben irgendwie gehört, ja, in Saudi-Arabien dürfen die Frauen halt nicht Auto fahren. Das hat sich inzwischen jetzt erledigt. Sie dürfen alleine Auto fahren. Aber vieles andere darf man nicht. Was gibt es denn als Beispiele für bei den Frauen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen in Saudi-Arabien? Also an diesem Fahrverbot ist, finde ich eigentlich ganz interessant, also abgesehen davon, dass es natürlich eine ganz krasse Einschränkung war, weil dadurch natürlich der komplette, also das bedeutet für ganz viele Frauen natürlich unglaubliche Isolation, weil natürlich nicht jede Frau, jede Familie sich zum Beispiel mehrere Autos beziehungsweise dann auch Fahrer und so weiter leisten konnte. Und vor allem bedeutet es für viele Familien ganz, ganz viel Organisation, weil man eben, weil die Frauen abhängig waren von ihren männlichen Familienmitgliedern, wenn sie keine Fahrer hatten, keine eigenen Fahrer hatten, die sie halt irgendwo hinchauffieren. Und wenn das gerade keiner kann oder machen will, dann passiert es halt nicht. Das ist so das eine, also dass das sicherlich eine krasse Einschränkung war, die natürlich auch weitreichende Folgen hatte. Also zum Beispiel ist es dann mit dem Beruf oder der Ausübung eines Berufs oder solchen Sachen natürlich super schwierig, wenn du permanent abhängig bist in deinem Transport. Was ich aber besonders interessant fand, war eigentlich, dass offenbar dieses Fahrverbot im Westen, vor allem im sogenannten Westen, vor allem so als Gipfel der Unterdrückung wahrgenommen wurde. Also das ist ja so das, von dem wir eben auch alle wissen, ne? Und was so wahnsinnig diskutiert wurde. Ja, genau, deswegen habe ich es ja jetzt auch erwähnt. Genau. Und dass aber anscheinend die saudischen Frauen vielmehr die rechtliche Unmündigkeit als noch größeres Problem selber gesehen haben. Und zwar ist es da so, dass Frauen grundsätzlich der Qiwama unterstehen, das ist eine Vormundschaft durch einen Mann oder durch die Männer. Mittlerweile die Männer der eigenen Familie, das ist tatsächlich auch, will es nicht vorgreifen, aber das ist ein Sieg des arabischen beziehungsweise sogar islamischen Feminismus, dass ich glaube, die Al-Azhar-Universität ist tatsächlich dazu gebracht worden, dass diese Vormundschaft der Männer reduziert wurde auf die eigene Familie und eben nicht im öffentlichen Raum gilt. Also es kann nicht einfach irgendein Mann zu einer fremden Frau gehen und sagen, hier, hör mal, das und das geht so nicht und ich bestimme da jetzt so drüber. Das ist okay. Also dass diese Vormundschaft zumindest jetzt auf die eigene Familie reduziert ist. Aber trotzdem unterstehen die Frauen eben dieser Vormundschaft der Männer. Und der Mann ist in dem Fall dann der Mahram und der ist grundsätzlich eigentlich Vermittler, also vor allem auch Sprachrohr zwischen den Frauen und fremden Männern. Teilweise, also in jeder Begegnung eigentlich. Also
Wobei sich auch in der Praxis zeigt, dass zum Beispiel beim Arzt oder zum Teil auch in Unternehmen unter Kollegen dann eben das auch wegfällt in der Praxis. Ach so, weil aber, dann auch, das interessiert dann keinen mehr so richtig im Alltag, genau. Weil es kompliziert wäre. Genau, aber theoretisch wäre es halt so, dass, also theoretisch müsste die Frau eigentlich ihren Macher zum Beispiel mit zum Arzt nehmen. Weil, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Weil es eine echte totale Geschlechtertrennung gibt im öffentlichen Raum. Oder wie? Weil sehr starke. Ich hatte jetzt eben gelesen, da kann ich kurz nochmal drauf eingehen. Ich werde das auch noch in dazu schreiben, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Aber es gibt ein Buch von Charlotte Wiedemann. Ich glaube, dass sie auch arabischsprachig ist. Das Buch heißt Ihr wisst nichts über uns. Und da ist eben ein Kapitel über Saudi-Arabien. Und da sagte sie ja in einer Redaktion der größten Tageszeitung Saudi-Arabiens, da gibt's halt eine extra Abteilung nur für Frauen. Und die sehen keinen Mann dort. Das fand ich wirklich krass. Also, dass sie sozusagen in einem anderen Haus sind. Ja, einfach. Ich glaube, dass da, vielleicht ist es auch so, dass die Medien mittlerweile da einfach auch helfen. Hm. Dann schreibt man sich vielleicht E-Mails oder man telefoniert vielleicht. Ich weiß es nicht genau, wie es genau aussieht. Aber das stimmt. Also, erstens ist es so, dass schon die Berufsfelder vielfach sehr getrennt sind. Bereiche, wo sich das mal mischt. Also da ist es natürlich auch wieder so, dass ganz viel die Care-Berufe von den Frauen übernommen werden, also irgendwie Kindergärtnerin und solche Krankenschwester und solche Sachen. Dass aber in zwei Bereichen die Geschlechtermischung eben schon ein bisschen stärker vorangegangen ist. Und zwar ist das zum einen die Medizin. Also in Krankenhäusern scheint es doch mittlerweile schon ein bisschen anders abzulaufen, weil es einfach auch nicht mehr so richtig möglich ist, glaube ich, die Geschlechtertrennung. Oder vielleicht auch nie möglich war. Und so in der Privatwirtschaft ist es eben so, ich weiß nicht, ich glaube, dass es da einfach sehr divers ist. Ich glaube, dass Unternehmen das zum Teil ja gut hinkriegen, in Anführungsstrichen, dass die Geschlechter sehr getrennt bleiben. Aber dass es eben vielfach auch nicht mehr ganz so der Fall ist. Es ist, glaube ich, schon so Usus. Also mittlerweile es ist tatsächlich so, dass sowohl Frauen die Mehrheit der Studierenden bilden, als auch vielfach auch bessere Abschlüsse machen. Ist ja wie in Deutschland. Ja. Und in der Privatwirtschaft sind Frauen und Männer mit 16 als Geschäftspersonen anzusehen. Also Frauen auch ganz klar genau wie Männer. Und Schätzungen nach sind 20.000 bis 40.000 Unternehmen im Besitz von Frauen. Und da wird es... Also die haben Mitarbeiterinnen, oder? Nein, die Unternehmen gehören Frauen. Ach so, so rum. Ah, ja. Und 20 bis 40.000, wenn man mal überlegt, dass Saudi-Arabien gar nicht so unglaublich viele Einwohner hat, dann ist es schon halt gar nicht so wenig. Weil das auch so ein Bereich ist, wo eben gut gebildete Frauen sich tatsächlich auch was machen können. Und da ist es dann aber häufig Usus, dass eben gerade mit Geschäftspartnern außerhalb vielleicht auch der Firma oder so, dass eben ein Manager eingestellt wird, ein männlicher. Und dieser männliche Manager ist dann für den direkten Kontakt mit Geschäftspartnern zuständig. Weil die Besitzerin das eben so nicht handhabt. Selber. Um nochmal auf so ein paar Fakten vielleicht nochmal so einzugehen, um so sich selbst so einen Rahmen zu machen. Also erst 2001 ist überhaupt der Personalausweis für die Frau eingeführt worden. Bis dahin stand die Frau bei ihrem Vater bzw. Ehemann mit im Personalausweis. Das ist halt schon auch ganz interessant. Ja. 2005 wurde dann tatsächlich eine Fatwa ausgesprochen gegen die Zwangsverheiratung. Das ist übrigens auch so ein Thema, was durchaus auch in Saudi-Arabien tatsächlich auch diskutiert wird. Also offenbar ist es grundsätzlich so, dass in Saudi-Arabien viel mehr auch kontrovers diskutiert wird, als wir das so glauben. Also ja. Es gibt eben dieses Königshaus und dann gibt es die ganzen religiösen Gelehrten, also die Ulama, die tatsächlich auch in vielen Institutionen unglaublich viel Macht haben. Und aber dann gibt es natürlich auch, es gibt Medien, die mehr oder weniger frei sind. Durchaus aber offenbar freier als in manch anderer Diktatur oder in manch anderem Land, mancher Diktatur.
Also es gibt da anscheinend so keine ganz klaren Regeln, was zum Teil dazu führt, dass manche Journalisten durchaus oder Journalistinnen durchaus Tabuthemen auch aufgreifen und tatsächlich auch veröffentlichen und das auch funktioniert. Auch in den Nachrichtensendungen, die dann wirklich allabendlich im Wohnzimmer auftauchen. Aber weil es eben nicht klar geregelt ist, hängt es natürlich dann auch wieder an der Auslegung des einzelnen ich weiß nicht, der einzelnen Macht, die dagegen angehen kann. Also naja, auch okay. Da ist es eben nicht so ganz sicher, mit was du durchkommst und mit was nicht. Okay. Da könnte es also dann auch bedeutsam sein, ob man beispielsweise als Frau von einem gewissen Rang und Stand, gesellschaftlichen womöglich. Stand ist. Womöglich. Weil man vielleicht Brüder oder Väter oder sonst Onkel Familienname. Die sozusagen gute Kontakte haben und das dann irgendwie ermöglichen, dass man vielleicht sich doch offen äußern darf. Vielleicht. Und ja, okay, das ist ja wahrscheinlich selbst in jeder Gesellschaft so, dass man, je nachdem, in welchem sozialen Stand man ist, mehr oder weniger Freiheiten hat. Ja. Also das ist natürlich schon, sind erstaunliche Bedingungen, finde ich. Ich will das jetzt mal so kurz irgendwie für mich spiegeln. Wenn man jetzt irgendwie so gar keine eigene rechtliche Identität hat im Personalausweis oder hatte, ja, jetzt ist es anscheinend anders. Und diese Tatsache, dass irgendwie immer noch männliche Verwandte gefragt werden müssen für grundlegende rechtliche Aktionen, das sind ja eher so rechtliche Aktionen. Ja. Ich vermute, also wenn wir jetzt auf deine Arbeit zu sprechen kommen und auf das Buch, dann geht es ja auch um Moral oder Tradition, da ist es ja nochmal ein bisschen anders, aber für so, ja. In Deutschland sind halt einfach alle Erwachsenen, egal welchen Geschlechtes, völlig autark rechtliche Subjekte und können handeln, wie sie wollen, auch kriminell sein, wie sie wollen oder irgendwie so. Und dort ist es anders, ja, komisch. Also was ich so faszinierend finde, ist, dass ich habe so das Gefühl bekommen bei meiner ganzen Lektüre, dass so im privaten Bereich die Frau eben extrem wenig selbstbestimmt ist, weil sie für alle möglichen Fragen, also zum Beispiel, ob sie ins Ausland reisen möchte. Und seit 2007 dürfen Frauen überhaupt erst alleine in Hotels übernachten. Selbst dafür haben sie vorher die das Einverständnis ihres Mannes oder ihres Vaters gebraucht. Dass halt so im privaten Bereich die Frau einfach nach wie vor ganz krass der Männervormundschaft untersteht. Aber im geschäftlichen Bereich ist die Frau eben als eigenständige Geschäftsperson ist sie eigentlich recht recht frei. Also da ist sie irgendwie, weiß nicht, im Vertragsrecht und so. Ja, also die Tatsache, dass die Frau einen eigenen Personalausweis bekommen hat, hing wohl damals unter anderem zusammen, dass die Motivation war, dass eben solche vertragsrechtlichen Geschichten und so weiter einfacher werden. Das heißt, dass ja halt man spart sich halt noch einen, nicht einen Behördengang, sondern einen Vatergang. So sehr genau. Ja? Den Vatergang. Ja, genau. Also ich habe mir auch gerade überlegt, als du sagtest, dass wenn Frauen jetzt nicht alleine Auto fahren durften, ja, vermutlich, weiß nicht genau. Das ist doch auch unökonomisch. Also um reich zu werden, damit viel gearbeitet werden kann, damit die Leute effektiv arbeiten, all das, was in Deutschland total oben ansteht und alle Leute sollen möglichst mobil sein, um viel arbeiten zu können. Wenn in Deutschland jetzt sozusagen allen Frauen verboten würde, mit dem Auto zu fahren, dann wäre ja die Wirtschaftskraft so immens viel niedriger. Ja. Ja. Und ganz viele Leute würden sich halt würden sagen, ey, seid ihr blöd? Ja, jetzt, wer soll die Familien versorgen? Oder so. Ja. Ja? Das ist tatsächlich auch was, was noch ganz interessant ist, also dass mittlerweile vor allem auch die Notwendigkeit vom zweiten Einkommen dazu führt, dass noch mehr, also dass immer mehr Frauen arbeiten. Und witzigerweise gibt es jetzt auch schon so die Theorie, dass eben diese mehr Frauen in der Arbeitswelt zu mehr Liebesheiraten führen. Weil Frauen, die offenbar, also gerade junge Frauen, die offenbar sogar von sich aus zum Teil den Kontakt mit männlichen Saudis, nicht mit männlichen Ausländern, aber mit männlichen Saudis, von sich aus meiden, warum auch immer, dass die zum Teil aufgrund ihrer Karriere irgendwann gezwungen werden, Kontakt aufzunehmen. Ja. Und dass dadurch die Liebesheiraten gefördert werden in der Zahl. Das finde ich eigentlich auch eine total spannende Theorie. Ja, du hast gesagt Liebesheirat und das bedeutet, dass ich verstehe das so, wenn es wenig Kontakt zwischen den Geschlechtern gibt,
dann muss man irgendwie vermittelt werden. Und wenn es mehr Kontakt zwischen den Geschlechtern gibt, könnte es eine Liebesheirat geben. Ja. Kann man das so sagen? Vielleicht. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten. Hm. Vielleicht fallen im alltäglicheren Kontakt durch den Beruf, fallen eben dann auch vielleicht innere Hürden, die Frauen anscheinend haben. Also so wird es beschrieben. Und dass man es vielleicht auch einfach mehr übt und dann eben tatsächlich auch dadurch, dass man dann mehr Männer, die nicht mit einem Blutsverwandt sind, kennenlernt, dann eben auch dieses, wen mag ich eigentlich wirklich und wen mag ich eben nicht und das auch länger als nur über ein Gespräch, was man womöglich in der Vermittlung sonst hätte, hinaus, dass man das eben dann auch rausfindet und dass dadurch sich auch Liebesheiraten dann entwickeln können. Ja. Aber wir waren noch bei der Geschlechtertrennung. Ja, genau. Vielleicht kannst du noch kurz ein paar Worte dazu verlieren. Soweit ich weiß, gab es ja in Deutschland auch eine Geschlechtertrennung für viele Jahrzehnte. Viel mehr weiß ich dazu nicht, aber also sehr auch zusammen, nicht so zusammengewachsen sozusagen. Ja, aber die Geschlechtertrennung ist halt einfach in islamisch geprägten Ländern, vor allem in den arabischsprachigen islamisch geprägten Ländern, heute noch ausgeprägter, oder? Naja, genau. Also ich glaube, es gibt ja so zum einen so eine irgendwie, weiß ich nicht wie, bin da jetzt auch nicht so der Historiker, was Deutschland was angeht, aber also so eine sich sozial irgendwie haltende Geschlechtertrennung. Und dann gibt es natürlich auch eine, die tatsächlich durch ganz klare Gesetze aufoktroyiert wird, ne, noch zusätzlich. Und genauso, das ist sicherlich in Saudi-Arabien dann stärker zu finden. Und was ich ganz interessant fand, war, was ich rausgefunden habe über die Geschichte der Geschlechtertrennung in Saudi-Arabien. Und zwar, dass die Geschlechtertrennung tatsächlich mit dieser mit dem Nationalstaat ganz eng verknüpft ist. Das ist ja sowieso ein sehr junger Nationalstaat. Und dass mit dieser Entwicklung eben die Geschlechtertrennung massiv zugenommen hat. Und zwar hängt das zusammen mit der sozioökonomischen Veränderung durch zum Beispiel die Entdeckung der Ölvorkommen oder Ausschöpfung der Ölvorkommen in den 1960er Jahren. Dadurch hat sich viel entwickelt. Zum einen gab es Gelder, mit denen mehr Bildungseinrichtungen gefördert wurden, wo dann die Religionsgelehrten sehr viel mehr Macht, auch institutionelle Macht bekamen. Und zum anderen gab es eine große Landflucht, was dazu führte, dass die traditionelle Arbeitsteilung auf dem Hof oder auf dem Land, die es vorher gab, wegfiel und dass dann in der Stadt plötzlich noch der Mann Alleinverdiener und Alleinernährer war. Und dass dadurch die Frauen einfach massiv in die Privatsphäre verdrängt wurden, was vorher auf dem Land überhaupt nicht so der Fall war. Da hatte so jeder seine Aufgaben und das war dann in der Stadt eben plötzlich nicht mehr so. Die Frauen verschwanden in die private Sphäre. Und dazu kam dann auch noch, dass diese Institutionen, die eben massiv auch aufgebaut wurden, auch explizit schlechter getrennt waren. Also auch das hat das Ganze nochmal gefördert. Und solche Dinge wie zum Beispiel regionale Kleidung, regionale Trachten wurden ersetzt durch die Abaya, die ja, also das weibliche, das Gewand der Frauen, was sie über ihre Hauskleidung sozusagen drüber tragen, sobald sie das Haus verlassen und auch tragen müssen. Das wurde sozusagen, diese Abaya wurde eingesetzt und durch die Abaya wurde die regionale Tracht ersetzt und das hat auch irgendwie die Frau, also es war so ein bisschen verknüpft mit dem Gedanken, dass die Frau jetzt die Ehefrau von, weiß nicht, Vater Staat ist und dazu da ist, die moralischen und religiösen Werte zu vertreten. Aha. Okay. Es ist eben auch Identität verschoben worden. Von regionaler Identität zu der Identität als saudische Frau. Okay. Ja. Also die. Ja, interessant. Sehr interessant. Um mal jetzt zu dem Buch zu kommen, über das du gearbeitet hast, wollte ich noch was zu. Du kannst das gleich noch genauer beschreiben, ja? Hier, wo wir beide sitzen, hier liegen vor uns einmal die deutsche Ausgabe dieses Buches. Ich hatte schon gesagt, das heißt Die Girls von Riad. Und die arabische Variante. Das ist auch die Erstausgabe gewesen, oder? Ja, also das Buch Banat Ar-Riyad heißt das auf Arabisch und ist in Libanon erschienen bei einem Verlag. Und das Interessante ist, dass eben diese Abaya, die du gerade erwähnt hast, die ist hier vorne drauf auch schon zu sehen. Ich werde
auch ein Bild auf die Website packen, ein Foto von diesem arabischen, von dieser arabischen Ausgabe. Und da sind so Smileys vorne drauf. Heutzutage würde man Emojis sagen. Und einige Emojis sind halt verschleiert, wenn man so will. Kann man das so nennen, Nina? Also, dass irgendwie die haben ein Kopftuch über, oder zum Teil ist bei dem einen sogar richtig das ganze Gesicht verschleiert, ja, so wie bei einem Niqab. Ja. Ja. Und damit wird, naja, ich weiß nicht, was sich der Verlag dabei gedacht hat. Als das Buch erschien, haben die ja dafür versucht, Werbung zu machen mit diesem Layout. Also so als würde man sich irgendwelche Smileys im Internet hin und her schicken oder so. Naja, also ja, vielleicht ist dazu tatsächlich auch ganz gut zu wissen, was es überhaupt, worum das Buch überhaupt geht. Denn es hat tatsächlich ja mit dem Internet zu tun. Also es ist, wenn man so möchte, ein moderner Briefroman. Und zwar deshalb, weil er wie ein fiktiver Blog gestaltet ist. Also es geht eben um eine fiktive Ich-Erzählerin, die als Bloggerin sich hingesetzt hat und jeden Freitag E-Mails verschickt an eine Menge Fremder in Saudi-Arabien, wozu im Grunde jeder sich selbst einladen kann, indem er an eine bestimmte E-Mail-Adresse schreibt. Dann ist er sozusagen drin im Verzeichnis. Wie so ein Newsletter quasi. Oder ja, so eine genau. Mischung aus Blog und Newsletter. Genau. Ja. Und genau, man kann eben sich auch wieder abmelden. Mhm. Und an diese Masse anonymer Zuhörer oder Leser schickt sie eben ein Jahr lang jeden Freitag E-Mails, wo sie so erzählt und aber auch sinniert über, gar nicht über sich, sondern, also in erster Linie nicht über sich, sondern vor allem eben über ihre vier fiktiven Freundinnen. Also man muss das schon immer im Hinterkopf behalten, dass das alles fiktiv ist. Mhm. Und wobei die Autorin, also Raja Ashani, in sowohl in Interviews als auch, ich weiß gar nicht, ob es auch im Vorwort ist, aber auf jeden Fall gibt es Stellen, wo sie schon sagt, dass diese vier Freundinnen sich schon ergeben aus ihren Freundinnen irgendwie, ne, vermischt oder Frauen, die sie kennt. Und diese vier Frauen sind eben so im Alter Anfang Mitte 20, Anfang 20 vor allem, sind an der Universität und sind parallel im Grunde auf der Suche nach einem Ehemann. Das kann man schon nicht wegdiskutieren. Das ist definitiv der Plan. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass diese Frauen alle aus der sogenannten Samtgesellschaft kommen. Das bedeutet, das ist die sozioökonomisch höchste Elite Saudi-Arabiens, was auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, um das Ganze zu kontextualisieren. Also alles, was sie erleben, können sie im Grunde genommen vor allem deshalb erleben, weil sie aus diesem Kontext kommen und weil sie eben zur Universität gehen, weil ihren Familien unterschiedlich wichtig, aber insgesamt eben doch wichtig genug ist, dass diese Frauen zur Universität gehen und dass das ermöglicht wird. Und auch ansonsten das soziale Leben und auch ihre Möglichkeiten, zum Beispiel über Fahrer zu verfügen und solche Sachen, das hängt eben schon mit ihrem Hintergrund zusammen. Wie wir am Anfang gesprochen haben. Genau. Samten heißt so wie der Stoff Samt, ja, ne? Also weil es einfach weich für die ist, oder was, woher kommt das Wort? Das ist die wörtliche Übersetzung des arabischen Worts für die, oder des arabischen Terms für eben diese sozioökonomische Elite. Okay, gut. Also weil die ein Leben voller Annehmlichkeiten haben im Prinzip. Vielleicht auch, weil Samt ein besonders wertvoller Stoff ist, ich weiß es nicht. Jetzt, um das nochmal zu checken, ich bin irgendwie durcheinander gekommen. Also, Raja Ashani schreibt ein Buch. Mhm. Ein Roman. Als Ich-Erzählerin heißt sie da auch so, wie sie heißt? Nee, sie hat gar keinen Namen. Aha. Aber es wird deutlich, wenn man sich mit Literatur ein bisschen auskennt und so, es ist schon so, dass sie tatsächlich nicht als tatsächliche Ich-Erzählerin schreibt, sondern sie hat eine Ich-Erzählerin, die selber aber eine fiktive Figur ist. Ah ja, okay. Und aber in der Realität war es nicht so, dass das jetzt ein Buch ist, also hat sie das vorher wirklich im Internet veröffentlicht? Nein. Das wird nur für das Buch, hat sie diese fiktive Webseite dann da genau, gebaut. Genau, sie führt also das sogar konsequent zu Ende. Okay, weil heutzutage gibt's das ja häufig, dass jemand halt irgendwie über ein Jahr lang hinweg interessante Artikel geschrieben hat im Internet und dann wird das als Buch abgefasst. Das war in dem Fall nicht so. Das ist nicht passiert. Also es ist sogar so, dass sie in jedem Kapitel, was eben immer eine Freitags-E-Mail ist, tatsächlich sogar ganz häufig auf fiktive Kritik von Bloglesern
eingeht und darauf irgendwie antwortet sowas. Okay. Das ist aber alles von ihr. Also es hat das nicht gegeben. Das ist alles fiktiv. Spannend ist, dass sie sogar die Kritik von sowohl der Öffentlichkeit als auch als auch Literaturkritikern tatsächlich, dass sie die schon vorwegnimmt, indem sie so darüber nachdenkt. Denn sie führt das halt konsequent zu Ende und schreibt, dass sie jetzt schon mehrfach darauf angesprochen worden wäre, dass sie doch ein Buch daraus machen solle, aber dass ihr das schon krass vorkäme und was dann eben die Leute sagen würden. Und insofern schließt sie den Kreis der Fiktion total und nimmt eben tatsächlich auch alles das, was letztlich dann auch passiert ist an Kritik, sowohl positiv als auch negativ, nimmt sie tatsächlich schon vorweg. Also sie weiß es wirklich vorher. Ja, interessant. Ja, und ja, dann berichte doch mal, wie du vorgegangen bist in deiner Arbeit. Also du hattest eine Frage daran. Was war das? Genau, also die Frage war im Grunde genommen, wie in diesem Roman die Verknüpfung oder der Einfluss von Religion auf Beziehung und Sexualität dieser Frauen dargestellt wird. Mhm. Ja, okay, das ist eine relativ konkrete Frage. Ja. Und da konntest du den Text konsultieren. Und soweit ich weiß, hast du auch noch drum herum gearbeitet. Genau, also ich habe tatsächlich auch einen Anhang gemacht, weil Saudi-Arabien eben ja doch vielen Menschen sehr fremd ist. Und ich finde schon, dass das auch einen gewissen Kontext bedarf, so eines Kontextes. Insofern habe ich einen Anhang gemacht über so gesellschaftliche Sachen vor allem. Weil der Hauptteil sich dann tatsächlich eben auf diese Fragestellung konzentriert. Das Ganze natürlich auch grob einmal literaturwissenschaftlich so ein bisschen betrachtet. Was ist das für ein Roman, was ist das für eine Autorin? An wen wendet sie sich? Was möchte sie? Und so weiter. Und letztlich habe ich dann aber nach mehrmaligem Lesen natürlich, habe ich dann die Wortsuche-Funktion benutzt und habe im Grunde habe ich mir Kategorien geschaffen, indem ich erstmal nach Worten, die eben mit Religion, Islam, Gott und so weiter zu tun haben und auf der anderen Seite mit Beziehung und Sexualität, Liebe, Ehe, alles, ne, Geschlechtsverkehr, alles, was damit zu tun hat, Küssen etc. pp. Und habe alles rausgesucht, was ich dazu im Roman finden konnte und habe das dann unter meine Fragen sortiert. Ja. Also eben, wo sind tatsächliche Einflüsse, also ganz, ganz konkrete Einflüsse der Religion auf das Leben der Protagonistin, zum Beispiel ist eine Frage und so weiter. Und gibt es Hinweise auf andere Faktoren für die restriktiven Strukturen als eben die Religion selber? Und das waren dann so meine Fragen und darunter habe ich dann alles sortiert, was ich gefunden habe und habe da dann tatsächlich auch eigentlich ein schönes Bild bei rausbekommen. Und bin zu der Erkenntnis gelangt, dass zumindest in diesem Roman die Religion als solche mit dem, wie letztlich Beziehung und Sexualität gelebt werden und werden können in dem Land, nicht viel verbunden wird. Zumindest nicht von Raja Ahsani. Okay. Dass da eben ganz viel innerhalb der Tradition gesehen wird. Ja. Ganz, ganz extrem abhängig, vielleicht auch gerade in dieser sogenannten Samtgesellschaft, von so Gesellschaftsstrukturen, die wir eher aus früheren Zeiten in Europa kennen, nämlich der Familienname, die Ehre der Familie, die wiederum gemacht wird oder entsteht, die Ehre oder der Wert der Familie durch die Berufe, und den Ruf und das Verhalten der einzelnen Mitglieder. Das heißt, jeder ist von allen Familienmitgliedern auch abhängig mit seinem eigenen Ruf. Und dass da eben dann auch möglichst nur Familien sich verbinden, die eben, ja, zueinander passen oder dass man jemanden sucht aus einer Familie, die diesen und jenen Ruf hat und jenes erreicht hat und so. Also, mehr so auf der Ebene. Und da hat sie eben ganz, ganz viel Kritik auch angebracht. Ganz massiv. Ja, okay. Und auch ein Frauenbild, ein ganz spezielles Frauenbild, was da auch, was im Buch auch deutlich kritisiert wird, dass die Frau eben trotz beruflicher Möglichkeiten letztlich vor allem innerhalb dieser, ich muss jemanden finden, der wiederum
die Ehre meiner Familie eher erhöht als alles andere, dass da die Frau häufig eine Art Statussymbol ist. Und eben, dass Beziehung wenig als Partnerschaft zweier Gleichberechtigter, die nun sich mögen und ein Leben, möglichst ein Leben lang gegenseitig unterstützen oder wie auch immer. Diese Art von Partnerschaft, das ist nicht unbedingt das Bild. Vielleicht eben von den einzelnen Jungen, weil da auch medialer Einfluss natürlich stattfindet. Ne? Also die Frauen im Buch zum Beispiel gucken Sex and the City. Und es werden Liebesromane aus dem Libanon mitgebracht, die dann unter der Hand weitergegeben werden. Ja. Und Liebesfilme, die dann von den Lehrern nicht gefunden werden dürfen. Aber es wird eben nicht explizit oder implizit, wie du es ja auch untersucht hast, gesagt, dass das irgendwie mit der Religiosität in der Gesellschaft, durch die Religiosität in der Gesellschaft bedingt ist, sondern eher mit traditionellen Überzeugungen und es wird überhaupt Gesellschaftsstruktur in der samtenden Gesellschaft. Ja. Weil ich dachte irgendwie gerade, die haben es vielleicht, was so Wohlstand und sowas angeht, ist es ja eher samten. Aber was total die Liebe angeht, total steinig. Also für die Frauen, ja. Ja, für die Männer auch. Für die Männer auch. Das ist halt auch super interessant. Also in dem Buch wird auch ganz deutlich, dass die Männer da auch massiv drunter leiden. Okay. Weil die letztlich dem Gleichen unterworfen sind. Da ist halt dann die Frau, die halbe Amerikanerin ist, geht nicht klar, trotz großer Liebe über Jahre, die in erster Linie über SMS stattfindet. Und Telefonate. Und der Mann darf sie aber nicht heiraten. Nein, er darf sie nicht heiraten. Näher rankommen. Ja, okay. Weil Familie ist nicht richtig. Okay, weil sie nicht standesgemäß ist, weil es sozusagen nicht rein saudisch ist, sondern, oder nicht saudisch, sondern aus dem Land. Genau. Und Was macht ihr Vater? Was machen ihre Onkel? Kennen wir die? Kennen wir nicht? Ist scheiße. Also wenn man, ach so, ja, okay. Also ist insgesamt für die junge Generation der späten Teenager und der frühen 20er. Ja. Das sind ja so ungefähr, weiß ich nicht, zwischen 18 und 25 werden die wohl da irgendwie alle sein. Ja. Ja. Es ist eben doch ganz schön schwierig, Individualität in der Beziehung zu leben. Ja. Und obwohl, wir waren ja jetzt gerade da hingekommen, indem wir über Abaya gesprochen haben, also über die Bekleidung, die wird in Deutschland immer so stark mit Islam verknüpft, aber es gibt eben ein vielschichtigeres Bild dahinter, während ja irgendwie Saudi-Arabien pauschal als islamistisches Land verunglimpft wird, manchmal auch vielleicht zu Recht. Naja, ist halt die Frage, wie man Islamismus definiert, genau, ne? Wenn man es als politische... Auf das Sozial- und Seelenleben der Menschen, da gibt es eben noch ganz andere Bezüge. Ja. Ja. Jetzt müsste man hoffentlich in 20 Jahren, gibt es dann vielleicht auch irgendein Buch von jemandem, der nicht zur samtenden Gesellschaft gehört aus dem Land, ja, das sondern wäre sehr irgendwie von einer Arbeiterfamilie. Ja, das wäre wirklich sehr wünschenswert. Du hattest mal irgendwann gesagt, das stimmt doch auch, ne? Es gibt immer mehr Veröffentlichungen aus dem Land in Sachen freie Literatur. Ja. Auch wenn es dann vielleicht in Libanon veröffentlicht werden muss. Aber wir können uns wahrscheinlich in Zukunft dann auch viel mehr Interessantes aus dem Land freuen. Bestimmt. Und mehr darüber erfahren, als dass Mohammed ibn Salman irgendwie durch die Welt fährt und Geldgeschenke verteilt, weil das sozusagen jetzt in den letzten 3 Jahren das Bild war, was es gab. Plus Khashoggi oder wie der hieß, ermordet wird. Also es sind so einzelne Nachrichten, die es immer übers Land gibt. Aber es sind nicht nur die jungen Romanciers in Saudi-Arabien, die jetzt gefragt sind. Die gibt es tatsächlich. Also es gibt definitiv seit 20 Jahren auf jeden Fall gibt es eine rege Literaturszene und auch eine Leserschaft. Da liegt dann aber die nächste Verantwortung auch in den Übersetzungen. Ne? Also sofern es nicht ins Deutsche übersetzt wird, liest es ja auch keiner. Also zumindest nicht in Deutschland. Ja, stimmt. Wenn es ins Englische übersetzt wird, ist es ja schon mal ganz schön. Aber es ist natürlich ganz eindeutig, dass arabische Literatur grundsätzlich, wenn nicht ganz große Namen dahinter stehen, total stiefmütterlich behandelt werden in Sachen Übersetzung. Und dann gibt es keine Leserschaft. Das stimmt. Und das ist sicherlich auch dieser Roman, diese Aufmachung, dieses Pink und die Girls von Riad, so jetzt haben wir uns diese Schleieroptik, das ist ja auch so in der deutschen Variante, ne? Genau. Ja. Das ist bedient natürlich auch so einen Voyeurismus. Ich habe tatsächlich das Buch aus vor Jahren gefunden in einer Bahnhofsbuchhandlung, weil ich da ein paar Minuten warten musste. Und ich glaube, es war sogar ein Mängelexemplar und es war so pink. Und ich dachte so,
keine Ahnung, schlechte Laune. Ja. Oh geil, lese ich jetzt hier mal irgendwelchen. Ein pinkes Buch. Und Riad sagte dir was. Genau, aber das Riad ist halt sagte so mir was, ein Quatschbuch. Ne? Genau, und ich dachte auch wirklich so richtig so Opfer. Womöglich so Opferliteratur, ist ganz schlimm. Mhm. Oder halt so, ja, ach krass. Ach so, ich weiß, was du meinst. Ja, also ne? So irgendwie, den wurde übel mitgespielt, den Frauen in der genau, Riad. Genau, entweder so. Sowas oder ne? Halt andere Seite orientalistisch. Ne, so, ah ja, irgendwie Wasserpfeife. Verschleiert, keine Ahnung, und latente Erotik im Zimmer. Ja, so, ja, also. Und es war halt billig wegen Mängelexemplar. Letztlich habe ich da halt wirklich ein Buch gefunden, was ich tatsächlich auch für sehr spannend und gar nicht so unwertvoll halte. Hm, Und wenn man dann eben diese arabische Aufmachung vor sich hat, dann hat man einfach auch ein komplett anderes Buch vor Augen. Regelrecht Ernüchterung dagegen. Total also, genderneutral. Wir werden natürlich auch das Buch, das Bild von der deutschen Ausgabe auf die Website packen und ja. Es sieht wirklich sehr anders aus und da kann total. Man mal wieder sehen, was in Europa aus der Thematik gemacht werden sollte. Natürlich. Ist vielleicht auch ein bisschen schlau vom Verlag, das so zu machen. Hätten sie 1:1 dieses Cover übernommen, das extrem unscheinbar wirkt und... Gar nicht mit den Emojis? Ist doch voll geil. Vor allem, du hast das eben gar nicht zu Ende erzählt. Es sind ja nicht nur Emojis von verschleierten Frauen. Sondern von den Protagonisten, oder? Sondern... Nee. Sollen das nicht auch die Protagonistinnen sein? Nein, oder so? Kann man, okay. Nee, kann man nicht zuordnen. Sondern es sind ja tatsächlich auch drei männliche Emojis. Einer mit, ich weiß nicht, mit Kuffir, würde ich sagen. Ja. Und einer mit einem roten Tuch anders gewickelt und einer mit Sonnenbrille und Iro. Mhm. Und das finde ich halt total spannend, so eine, dass da irgendwie in diesen Emojis zumindest bei den männlichen irgendwie eine gewisse Diversität ist. Ja. Aber bei den weiblichen... Finde ich auf eine Art auch in diesem Gesichtsausdruck. Die eine hat irgendwie eine rote Sonnenbrille auf. Sie ist halt voll sauer, die beiden sind voll fröhlich. Ja. Ne, ja, also okay. Das finde ich schon ganz interessant. Und auch die Farbgebung, das ist eben total genderneutral. Das könnte für jeden was sein. Das ist das schon stimmt. Ein Riesenunterschied. Und ich finde es eigentlich total spannend. Vielleicht bin ich da auch voreingenommen, weil das natürlich mein Thema ist. Ja. Ich hätte es auf jeden Fall gegriffen. Selbst ohne Mängelexemplar. Aber gut, es stand da so eben nicht. Ja, nee, glaube, aber genau, was ich stimme zu. Ne? Nur nein, aber du hast nach, natürlich nach recht. Heutigen Kriterien ist das langweilig, aber heutzutage sind wir ja auch schon seit 10 Jahren irgendwie von Emojis umgeben. Damals war das eine neue Sache, das kann ich mir nicht mehr aber vorstellen. Aber du hast natürlich trotzdem recht, für vielleicht eine große Leserschaft ist es vielleicht tatsächlich lockend, es so wie die deutsche Aufmachung aufzumachen, wenn auch ich es ganz furchtbar finde. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder wichtig, um weitere Übersetzungen zu bekommen. Also es ist schon so ein bisschen vielleicht auch ein kleiner Teufelskreis. Nur wenn die Deutschen es auch lesen, werden die Dinge weiter übersetzt. Mhm. Und dafür ist dann vielleicht eben dieser komische Marketing-Trick mit dem Voyeurismus notwendig, ich weiß es nicht. Zumindest, sie hatten ja bei dem Buch wirklich keine Möglichkeit, irgendwie einen Säbel und Islamismus drüber zu schreiben, wie bei allen anderen Büchern. Aber ich meine, das Buch ist... Wobei, Unterdrückung und ja, so, das hätte man schon... Sie versuchen aber natürlich, das Maximum rauszuholen. Zum einen ist es halt rosa und zart und es sieht aus wie so eine girly Jugendliteratur. Mhm. Auf der anderen Seite steht hinten drauf, verboten, umstritten, gefeiert. Ja. Der Tabu-Bestseller aus Saudi-Arabien. Ja. Und im Klappentext steht schon, es ist ein Aufschrei gegen die Tabus, die ihr Leben bestimmen. Also so, ah, ja. Übrigens, witzigerweise, stimmt halt alles gar nicht. Ja, es ja, ist ja. Einfach kein Aufschrei. Ja, ja. Es ist im Grunde eine sehr, sehr... ich finde es sehr ausgewogen. Sie sagt halt auch ganz eindeutig, dass sie eigentlich, dass sie total gerne Saudi ist und dass sie auch, sie hat offensichtlich überhaupt kein Problem mit Religion. Auch ihre Ich-Erzählerin nicht. Das Tolle daran ist, dass sie da über eben diese 4 Frauen schreibt, ist, dass sie das Spektrum der Religiosität, der persönlichen Religiosität, des religiösen familiären Hintergrunds und dann eben auch der Umgang mit Liebe und Beziehung oder mit Beziehung und Sexualität kann sie sehr breit aufstellen, weil sie 4 Frauen hat, die das sehr ganz unterschiedlich handhaben. Ja, stimmt. Das ist super spannend. Und insgesamt hat sie hat total viel Gesellschaftskritik anzubringen. Mhm. Ganz viel. Und macht das auch sehr deutlich, zum Teil auch mit harschen Worten. Mhm. Aber eindeutig ist es was weder schockierend noch, keine Ahnung, was da noch alles steht. Das ist einfach Quatsch. Und das ist wiederum ja auch schon wieder die ganz große Kritik dann aus sogenannter westlicher oder europäischer Seite. Jetzt hat mal diese Frau da so aus dem Inneren geschrieben und sie hat es nicht alles komplett fertig gemacht. Warum nicht? Ja, das ist natürlich eine ganz komplexe Sache. Super orientalistisch. Können wir, glaube ich, nicht, können wir nicht mehr so richtig drauf eingehen. Ich denke da nur an einen Vortrag
von Chimamanda Adichie, die sagte, dass ein Verleger von ihr aus London oder so sie gerüffelt habe, dass ihr Buch nicht authentisch afrikanisch gewesen sei. Das Amerikaner ja. Oder was? Nee, ich weiß nicht, um welches Buch sie da von welchem sie da sprach, aber sozusagen das ist ja eine nigerianische Autorin, die soll halt authentisch nigerianisch sein, aber und zwar in dem Bild der Europäer auf Nigeria und nicht andersrum. Und das ist ja genau das Gleiche, was jetzt Asani entgegengebracht wird, als das gesagt wird, ja, also jetzt musst du auch mal so richtig abrechnen mit dem saudischen Königshaus. Wieso bist du nicht völlig wütend und verletzt? Geht doch gar nicht. Ja, da bist du ja irgendwie jetzt auch schon direkt, also hast du ja schon gesagt, du bist ja darauf eingegangen, weil wir sie eben auch als Vertreterin ihrer eigenen Klasse lesen müssen. Ja. Und, übrigens den Saudis auch sehr wichtig. Ja, ne? Ja, aber ich meine, schrittweise kann man sich ja auch verändern und offenbar geschieht das in Saudi-Arabien. Geschah es vor rund 15 Jahren, also als das erste Mal auf Arabisch auskam, war glaube ich 2005. 5 oder 6 oder 7, ich weiß nicht genau, hier steht 2006. Die Auflagen sind so rausgegangen, also als das rauskam, wurde es direkt nachgedruckt, die ganze Zeit jahrelang. Okay. Wobei ich auch im Internet nur dieses eine Cover gefunden habe, also oftmals sind die dabei vorerst geblieben. Das 2005 war die Erstauflage und dann, ich glaube, 2007 ist es dann auf jeden Fall ins Englische übersetzt worden und ins Deutschland auch ganz bald. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Interessanterweise ist ihre ganze Haltung in dem Buch total optimistisch. Also sie hat diese ganze Kritik, aber sie sagt, aber hier verändert sich was. So genau das passiert eben. Das Internet ist da, ne? Und es ist eben nicht wie in vielleicht noch anderen Ländern. Also mindestens in der Samtgesellschaft funktioniert alles gut. Alle haben alles, alle kommen überall dran. Und alle können natürlich sich auch verbinden, ohne dass ihre Eltern oder wer auch immer es mitbekommen, ne? Ja. Also ganz, ganz viel passiert im Untergrund sozusagen über Handy, über Internet. Beziehungen halten teilweise offenbar über Jahre. Liebesbeziehungen. Obwohl sie gar nicht offiziell werden. Und sie sehen sich auch nicht. Ja, das ist fast gar nicht. Also es gibt dann so diese Tricks, dass man dann so spazieren fährt, ne, wenn man irgendwie, wenn man vielleicht sich auch mit Freundinnen abspricht und dann, solche Sachen, die gibt es natürlich. Aber alles in allem ist natürlich durch diese neuen Medien, kann da ganz, ganz viel passieren. Das anscheinend passiert auch ganz viel. Ja. Gut, dankeschön. Wir sind eigentlich schon am Ende angekommen, ne? Oder wolltest du noch irgendwas loswerden? Ein spannendes Buch. Lässt sich, glaube ich, auch gut lesen, weil es halt irgendwie in so kurzen Episoden immer ist. Voll. Ja? Das ist auch totale Sprechsprache, ne? Das war auch ein Kritikpunkt. Sie hat kein Hocharabisch benutzt, sondern sie hat Alltagsarabisch, ne? Also Alltags-Saudi-Arabisch von den jungen Leuten, auch mit Anglizismen drin und so weiter, die dann auch so übersetzt werden. Vor allem, weil eben eine der Protagonistinnen auch Halbamerikanerin ist. Ja. Und das ist total easy zu lesen. Ja, aber das ist dann ja auch sozusagen innerhalb der Landessprache, wenn man jetzt da wieder nach Saudi-Arabien schaut, der erste Weg zu einer Modernisierung, als dass man, ähnlich wie bei diesem Buch Taxi aus Ägypten, ne, wo auch, also das habe ich so gerne gelesen, das war auch eines der früheren Bücher, wo in Ägyptisch geschrieben wurde. Und das lesen die Leute aber lieber, weil es ihnen nicht so künstlich vorkommt. Ja? Und vor allem die Jugendlichen lesen das dann lieber. Genau, sie hat im Interview auch, oder in Interviews, immer wieder auch gesagt, dass sie tatsächlich auch die ersten, keine Ahnung, mehreren Kapitel auf Hocharabisch geschrieben hat und dann gedacht hat, boah, nee, also so reden wir doch gar nicht, das geht gar nicht klar, auch vor allem Internetblog wird niemand so schreiben. Ja, klar. Und dann hat sie es einfach verändert. Ja. Okay, dankeschön. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Und wir vielleicht treffen uns nochmal für was anderes. Haben schon ganz gute Ideen. Da sind gerade die Kinder reingekommen, als wir angefangen haben.